Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, einem Storytime. Und zwar sah ich heute Morgen noch so aus. Ich hing im Krankenhaus an einem Tropf und ja, bin jetzt wieder zu Hause, habe mich mal wieder hübsch gemacht, irgendwie brauchte ich das und kann jetzt wieder einigermaßen normal reden. Ich rede immer noch nicht so wie normalerweise und kann auch noch nicht so deutlich reden und habe hier auch ein großes Glas Wasser stehen. Ich werde euch erzählen, an was ich erkrankt bin und wie das Ganze zustande kam und warum ich letztendlich von Sonntag bis Mittwoch im Krankenhaus lag und vor allem auch, wie die ganze Situation aussah mit Corona. Das war natürlich auch ein bisschen scary für mich, ins Krankenhaus zu gehen, gerade wenn diese ganze Corona-Sache da losgeht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wie ging das alles bei mir los? Ich hatte vor über 2 Wochen die ersten Anzeichen, dass ich ein bisschen schwäche, mich ein bisschen matt fühle. Aber ich denke, das kennen wir alle, dass wir denken, oh shit, ich glaube, ich werde krank. Dann war das so vor, nicht dieses Wochenende, sondern das davor, dass ich am Samstag auf einen Geburtstag eingeladen war, brunchen, was sowieso schon ein bisschen im Wanken war, weil wir nicht wussten, okay, können wir wegen Corona überhaupt noch in einem Restaurant brunchen gehen. Das war kurz bevor alle Restaurants schließen sollten. Und dann bin ich am Samstagmorgen mit mega angeschwollenen Lymphknoten aufgewacht, Halsschmerzen und habe gesagt, ja okay, ich gehe so nicht unter Leute, wer weiß, was ich habe. Und ich bin jetzt gerade wahrscheinlich auch infektanfällig und möchte mich dann nicht unter die Leute begeben. War alles ein bisschen schade, weil meine Tante aus Mallorca extra angereist war. Aber ja, mir ging es da schon wirklich nicht so gut. Am Sonntag ging es mir noch schlechter und dann bin ich am Montag natürlich gleich zum Arzt gegangen und da war das dann auch ein bisschen scary. Der Arzt hat von 8 bis 9 immer eine akute Sprechstunde. Das heißt, ich muss um 7.30 Uhr da sein, wenn ich nicht stundenlang warten möchte. Dann war ich um 7.30 Uhr beim Arzt. Warte. Irgendwann kommt eine Arzthelferin raus und sagt, beruhigen Sie sich nochmal für ein paar Minuten hier. Wir haben noch was zu besprechen. Und ja, es geht dann gleich los. Draußen stand schon ein Schild. Wenn Sie Anzeichen von Husten, Halsschmerzen, Fieber oder sonst was haben, gehen Sie bitte nicht in die Praxis, sondern rufen Sie diese Nummer an. Ich hatte tatsächlich schon mehrmals die 116-117 Nummer gewählt, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich Corona habe. Normalerweise sind Halsschmerzen jetzt kein Anzeichen dafür, dass man Corona hat. Das ist ja eher dieser trockene Husten und Fieber. Allerdings, ja, you never know und ich wollte mir sicher sein. Deswegen habe ich Arztpraxen angeschrieben, wo die eine E-Mail hatten auf der Webseite. Habe bei dieser Nummer angerufen, aber wie ich das in meinem letzten Video schon erzählt habe, das war immer besetzt, man kam da nie durch. Ich habe auch immer gegoogelt, wo kann man denn eigentlich so einen Test machen? Und das ist ein großes Problem, dass es halt super schwer ist, an so einen Corona-Test zu kommen. Ich habe dann auch bei meinem Hausarzt gefragt, ja, nee, müssen Sie zum Gesundheitsamt. Ja, toll. So, dann war ich aber bei der Arztpraxis und kam die Schwester dann nochmal raus und meinte, okay, alle Patienten, die hier jetzt Erkältungssymptome haben, hat es nochmal aufgezählt, welche Symptome das sind. Gehen Sie bitte nach Hause, gehen Sie nicht in die Praxis. Und ich stand da mit wirklich den Schmerzen meines Lebens und ich dachte so, ich hatte Halsschmerzen, aber es ist einfach mega eitrig und ich habe übelst Schmerzen und ich bin halt sehr anfällig für Mandelentzündung. Deswegen dachte ich so, ja, ich muss eigentlich einen Arzt sehen, ich brauche eigentlich nur ein Antibiotikum. Meine Schwester, meine Familie, wir alle sind anfällig dafür, haben nie Fieber, nie Husten, immer diese doofen Halsschmerzen, Mandelentzündung, whatever. So, dann bin ich da reingegangen, sie meinte auch, ja, okay, setzen Sie sich mal ins Wartezimmer, mit dem Arzt gesprochen, hat in meinen Hals geguckt, oh ja, gerötet, angeschwollen. Hier haben Sie ein Antibiotikum, das nehmen Sie jetzt eine Woche und genau, hat mich krank geschrieben. Dann bin ich nach Hause, habe angefangen, das Antibiotikum zu nehmen, habe mich auch wirklich geschont. Bin ab und zu natürlich mit meinem Hund rausgegangen, ne? Da muss ja ab und zu raus und dann wurde es nicht besser, es wurde schlimmer. Und ich habe Panik bekommen. Also ich dachte wirklich so, warum schlägt das Antibiotikum nicht an?
was habe ich? Und dachte auch schon, ob ich einfach antibiotikaresistent bin. Das gibt es ja heutzutage auch schon. Ich habe in meinem Leben auch schon sehr viele Medikamente genommen, wegen Hautkrankheiten und all so ein Kram. Ja, es ging mir dann so schlecht, dass ich am Freitagabend in die Notaufnahme gegangen bin von der Diakon Flensburg. Und davor habe ich auch schon mit meiner Mutter dann so geschrieben und ihr gesagt, ja, nee, es geht mir halt immer noch nicht besser und ich möchte wahrscheinlich zur Notaufnahme gehen. Und dann meint sie so, oh, ich weiß gar nicht, ob du das noch kannst jetzt wegen der ganzen Corona-Sache. Das haben sie schon abgeschirmt, da ist so ein großes Zelt, durch das du durch musst. Dann habe ich eine angeschrieben, die da arbeitet. Und sie meinte so, nee, versuchen kannst du es ja. Und dann bin ich da zum Glück auch hingegangen. Und genau, da war dann halt so ein Zelt. Mit Sicherheitsabstand stand man da und dann waren da ganz viele Leute mit Masken und so weiter. Und dann musstest du einen Bogen ausfüllen, ob du in den vergangenen 2 Wochen halt in China warst oder im Ausland, ob du Fieber hast, Husten hast. Und dann wurdest du durch dieses Zelt geführt. Und dann kam ich in die Notaufnahme und da waren tatsächlich auch nur 2 Patienten. Also es war richtig leer da. Da war eine Mutter mit einem Kind und ein Jugendlicher auf Alkohol und Ecstasy, wo ich auch dachte, wow, hast du gerade echt nichts Besseres zu tun, als hier um 7:30 einfach schon drauf zu sein. Aber naja. Ja, und dann habe ich mit einem Arzt da gesprochen, der hat in meinen Hals geguckt und meinte so, ja, das sind sehr krasse Belege. Mein Hals war angeschwollen, mein Gesicht war angeschwollen. Das habt ihr vielleicht auch in meinem Question and Answer Video gesehen. Übrigens tut mir auch echt leid, dass die Qualität nicht so gut ist und dass ich da so langsam rede. Ich meine, ich rede jetzt auch noch langsam, aber da finde ich es schon sehr extrem. Aber es ging halt nicht anders, ne? Und da habe ich ihm dann den Sachverhalt geschildert und meinte, ja, ich nehme jetzt seit 5 Tagen ein Antibiotikum und das wird nicht besser, das wird schlimmer. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon jeden Tag ganz viel Ibuprofen genommen, weil das halt sonst gar nicht auszuhalten war. Und dann meinte er so, oh ja, Penicillin, das ist auch das falsche Antibiotikum. Ich schreibe Ihnen jetzt mal das und das auf. Da dachte ich so, oh geil, endlich ein Arzt, er hat wahrscheinlich das Richtige erkannt, der mir jetzt das richtige Antibiotikum gibt. Dann bin ich nach Hause, habe mich weiter ausgeruht. Übrigens, ich habe auch schon andere Methoden versucht. Ich habe ganz viel Tee natürlich getrunken, habe mich auch versucht, gesund zu ernähren. Habe mit Salbeitee gegurgelt, das hilft sonst immer bei Halsschmerzen bei mir. Das hat aber nichts gebracht. Deshalb dachte ich so, naja, wenn ich eine Entzündung im Hals habe und das wirklich eine fette Mandelentzündung ist, dann solltest du wahrscheinlich Eis essen, um das zu kühlen. Tatsächlich fühlte sich das auch sehr gut an in meinem Hals, wenn ich Eis gegessen habe. Aber sobald dieses Vereiste weg war, waren halt wieder die Schmerzen da. Genau, und dann habe ich mich halt, oder Freitag die erste Tablette von dem neuen Antibiotikum genommen. Samstag, Sonntagmorgen wieder eine und ich hatte davor für mich den Schmerzfaktor festgelegt und meinte es, so, okay, ich habe am Freitagabend hatte ich so von der Skala von 1 bis 10 8,5 Schmerzen und 10 ist halt das Schlimmste, ne? Und dann Sonntagmorgen, wie gesagt, wieder ein neues Antibiotikum genommen und ich dachte so, ich nehme das ja jetzt schon, keine Ahnung, also mindestens 48 Stunden so. Okay, nicht ganz, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich nehme das ja jetzt schon, das neue Antibiotikum, und es geht mir noch schlechter. Da war meine Skala dann halt eine 10 von 10. Ich konnte auch am Samstag schon nicht mehr richtig trinken. Jeder einzelne Schluck war eine Qual. Ich konnte am Sonntag nicht und auch die Abende davor meine Spucke nicht mehr runterschlucken. Ich habe mir so viele Schmerztabletten geballert, dass ich musste mich wirklich überwinden, meine Spucke runterzuschlucken. Ich war immer so, okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Und dann habe ich das so runtergeschluckt. Und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich habe dann in der Nacht mir einen Becher hingestellt und meine Spucke einfach da immer reingespuckt. Ich konnte meinen Kiefer auch nicht mehr richtig weit aufmachen. Ich war einfach nur am Ende. Und dann habe ich halt geweint am Sonntagmorgen, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich habe. Warum schlägt das neue Antibiotikum auch nicht an? Und dann meinte mein Papa so, komm, wir fahren jetzt zur Notaufnahme. Da muss noch mal ein Arzt drüber gucken. Und dann, ja, sind wir noch mal zur Notaufnahme hingefahren. Dann musste ich da allerdings 1 Stunde warten. Auch schön wieder unter Drogen, Schmerztabletten geballert. Also ich meine jetzt mit Drogen, Schmerztabletten, ne? Das sind ja eine Art von Drogen. Und dann hat da eine Ärztin drauf geguckt, also mittlerweile schon der dritte Arzt.
Und dann meint sie so, ja, eventuell müssen Sie dem neuen Antibiotikum noch ein bisschen Zeit geben. Sie können ja vielleicht morgen noch mit Ihrem Hausarzt gehen. Ich hatte sogar schon am Freitag meinen Hausarzt angerufen und meinte so, ey, yo, ich glaube, du musst mich noch länger krank schreiben. Ich fühle mich nicht gut. Genau, und sie meinte dann, ja, zu Ihrem Hausarzt. Und ich so, nochmal zum Arzt? Ich so, das wäre dann der vierte Arzt. Ich so, mir geht es wirklich schlecht. Ich habe richtig Schmerzen. Und was auch ein bisschen eklig ist, ich hatte einen Geruch aus dem Mund. Alter, als wenn jemand seine Brotdose die ganzen Sommerferien über verschimmeln hat lassen mit irgendeinem alten Brot drin. Mein Hals, es war einfach nur dick, eitrig, verschimmelt, nicht geil. Und dann meint sie so, ja, es könnte aber auch das und das sein. Ja, ich rufe mal eben im Franziskus-Krankenhaus an, also ein anderes Krankenhaus. Vielleicht haben die da ja heute eine HNO-Spezialistin. Und die anderen Ärzte waren halt Allgemeinärzte, da kannten sich vielleicht nicht so gut aus. Und dann hat sie da angerufen und Gott sei Dank war da dann eine HNO-Spezialistin, die gerade noch Schicht hatte. Und dann bin ich da rüber gelaufen, das waren nur 10 Minuten, ins andere Krankenhaus und dann hat sie mich untersucht. Dann kam so ein langer Metallstab und dann ja schön tief in meinen Hals rein. Da hat sie den rausgezogen, an dem Metallstab hingen 1000 Sachen dran, weil alles voll war in meinem Hals mit so einem Belag. Hoffentlich esst ihr gerade nicht während dem Video, das wäre sehr eklig, tut mir leid. Und dann sie so, oh ja, das sieht nicht gut aus. Da sind schön gelb-grüne Belege, Lymphknoten richtig angeschwollen. Und dann meinte sie, okay, wir müssen aber jetzt noch tiefer gucken. Vielleicht hat sich ja auch schon ein Abszess bei Ihnen gebildet. Ein Abszess ist dann sowas Ähnliches wie so ein fetter Eiterpickel im Hals, der ja aufgeschnitten werden muss und dann muss der Eiter rausgeholt werden. Und dann kam sie mit so einem langen Schlauchgerät, mit so einer Kamera dran. Dann ist sie durch meine Nase in meinen Hals gegangen, alles bei Bewusstsein. Und hat da dann meinen ganzen Hals geguckt und sie meinte noch, ist da kein allzu großer Abszess. Also sie meinte, das können wir halt noch mit Medikamenten hinbekommen, aber sie müssen auf jeden Fall hier im Krankenhaus bleiben für ein paar Tage. Und ja, sie haben pfeifisches Drüsenfieber und wir nehmen jetzt Blut von ihnen ab, wir untersuchen ihre Organe und so weiter und so fort. Und somit war die Diagnose dann gestellt. Ich war natürlich erstmal ein bisschen geschockt. So, okay, jetzt muss ich gleich im Krankenhaus bleiben. Dann haben sie Blut abgenommen und da kam eben raus, dass ich auch sehr schlechte Leberwerte habe. Dann habe ich erst so gefragt, okay, kommen die wegen den ganzen Schmerztabletten, die ich genommen habe? Meinten die, nee, nee, das ist wegen dem Virus. Da muss der Körper halt so ankämpfen oder beziehungsweise der Virus geht einfach auf die Leber und deswegen ja, waren meine Leberwerte schlecht. Und dann kam ich halt an den Tropf, da haben die mich erstmal mit Wasser versorgt, weil ich ja auch gar nicht mehr trinken konnte. Und dann habe ich gleich ein Antibiotikum gegen pfeifisches Drüsenfieber bekommen. Und ja, war dann stationär aufgenommen. Und ich bin so froh, dass mein Papa mich einfach dazu gezwungen hat, dass wir in die Notaufnahme gehen, weil keine Ahnung, was ich sonst noch für Schmerzen miterlebt hätte, weil das auch nicht ohne ist, wenn du das einfach nicht behandeln lässt. Und was ich dann auch ganz süß fand, die Ärzte meinte dann zu mir, ja, pfeifisches Drüsenfieber ist auch sehr ansteckend. Also alle Partner, die sie hatten oder Personen, mit denen sie jetzt ne, was hatten oder in Berührung waren, was ist, müssen davon erfahren, müssen sie dann Bescheid geben und so. Und also richtig eindringlich. Und ich dachte so, die einzige Person, die ich küsse, ist mein Hund. Aber okay. Also es wird auch Küsskrankheit genannt, meinte sie. Du kannst es halt übers Küssen bekommen, aber du kannst es halt auch so bekommen, wenn du dir vielleicht auch ein Glas mit irgendjemandem teilst oder whatever. Auf jeden Fall, ja, war ich dann im Krankenhaus in einem Vierbettzimmer. Wegen Corona darf man leider keinen Besuch bekommen im Krankenhaus. Deswegen habe ich dann ja, meinen Vater und meine Schwester angerufen. Dann haben sie Sachen zum Krankenhaus unten gebracht zur Anmeldung und dann wurde mir das hochgebracht von einer Krankenschwester. Und dann lag ich mit zwei netten Omas im Zimmer. Und ja, das war auch schon eine ungewohnte Situation, weil beide Omas wurden operiert und normalerweise hätten die auf eine Intensivstation gemusst oder auf jeden Fall auf eine andere Station, aber nicht auf die HNO-Station, wo ich war. Aber wegen Corona haben sie halt eine komplette Station evakuiert für die Corona-Patienten.
Und deswegen, ja, wurden halt mehrere Leute dann in kleinere Zimmer so gepackt, was ich auch schon ein bisschen crazy finde, weil das heißt ja, bloß kein Körperkontakt mit anderen fremden Leuten, so und so viel Abstand und dann bist du auf einmal mit zwei wildfremden Leuten in einem Zimmer und teilst dir halt das Bad und so weiter. Aber ja, ich war einfach nur dankbar, dass ich hier in Deutschland lebe und die Möglichkeit habe, in einem Krankenhaus zu sein und behandelt zu werden. Ich habe auf jeden Fall dreimal am Tag diese Infusion bekommen, mit dem Antibiotikum, weiterhin Schmerztabletten bekommen. Jetzt muss ich auch noch Antibiotikum weiternehmen, mich mindestens 5 Tage schonen, kann aber wieder essen und trinken. Aber ich springe gerade ein bisschen, eigentlich wollte ich noch weiter im Krankenhaus machen. Ja. Sie haben dann halt noch meine Organe untersucht, weil das pfeifische Drüsenfieber auch auf die Organe gehen kann, habe ich euch ja schon erzählt mit der Leber, aber es kann halt auch passieren, dass die Milz größer wird und wenn die zu groß ist, dann kann es zu irgendeinem Durchbruch kommen, wenn man sich zu sehr anstrengt oder wenn man vielleicht auch nur vom Stuhl aufsteht oder bei irgendeiner doofen Bewegung, ja, kann was Schlimmes passieren. Zum Glück war meine Milz noch nicht so groß. Natürlich darf ich jetzt trotzdem noch keinen Sport machen und so weiter. Ich habe auch immer noch Schmerzen, wie gesagt, nehme immer noch Ibuprofen. 600 dreimal am Tag, teilweise auch noch 400 zwischendurch. Ich bin schon wirklich am Limit, aber mir geht es halt viel besser als an diesem besagten Sonntag, wo ich den Emotional Breakdown hatte. Und genau, Organe waren okay. Dann haben sie nochmal Blut abgenommen. Das war anscheinend auch okay, sonst hätten sie mich ja heute nicht entlassen. Und was wollte ich euch noch erzählen? Ich habe mir ein paar Sachen auf meinem Laptop aufgeschrieben, deswegen wundert euch nicht, wenn ich da ein bisschen hinschaue. Ah, genau, eine Sache, die ich halt auch sehr krass fand. Ich wurde nicht einmal auf Corona untersucht. Ich meine, okay, sie haben zwar eine Diagnose gestellt mit pfeifisches Drüsenfieber, aber ich finde trotzdem, das ist gerade in aller Welts Munde, dieses Coronavirus. Ich war dann bei 5 Ärzten oder war es 5? Okay, nee, ich war bei 4 Ärzten insgesamt und kein einziger Arzt hat einen Corona-Test bei mir gemacht. Und du kannst ja auch Corona haben, ohne dass du jetzt wirklich Symptome hast. Das finde ich halt schon ein bisschen crazy, dass ich einfach im Krankenhaus war, wie gesagt, mit zwei anderen Personen in meinem Zimmer. Und ja, das Einzige, was sie machen, ist immer fragen, ob man im Ausland war und ob man Kontakt zu Personen mit Corona hatte. Wo ich mir auch so denke, Bro, vielleicht hattest du Kontakt mit Personen, die Corona hatten, aber die wissen selber nicht, dass sie Corona haben. Ich meine, wir wissen doch alle, wie leicht das übertragbar ist, ne? Also, ja. Also das finde ich ist eine Sache, die echt geändert werden müsste. Also es müsste unbedingt einen irgendwie Schnelltest geben für Corona oder so. Oder einfach mehr Tests durchgeführt werden. Wahrscheinlich fehlt dafür Geld und Zeit, aber ja, das ist mir persönlich aufgefallen. Ja, wie gesagt, du konntest halt keinen Besuch haben im Krankenhaus und unten im Krankenhaus hatten sie auch schon Security. Also da konnten wirklich gar keine Leute reingehen. Da waren Männer mit Masken und halt Absperrungsband und dann wurde man ausgefragt und musste Hände desinfizieren und dann konnte man erst rein. Genau. Zu meiner jetzigen Situation, ihr hört es, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen belegt. Also die Belege lösen sich jetzt so langsam. Ich kann jetzt wieder anfangen, mit Salbei-Tee zu gurgeln. Gestern habe ich das den ganzen Tag gemacht. Ja, und einmal muss ich es mit dem Gurgeln rausbekommen, andererseits muss ich ganz viel trinken, damit das noch runtergeht. Und das Antibiotikum nehme ich dann halt jetzt, damit sich das nicht neu nochmal entzündet. Und die Schmerztabletten eben gegen die Schmerzen und Schluckbeschwerden, die ich auf jeden Fall noch habe. Ich merke aber jetzt, das ist viel zu viel für mich. Ja, heute war ich auch das erste Mal wieder draußen an der frischen Luft. Und ja, ich muss jetzt einfach zurück zum normalen Alltag finden. Nächste Woche werde ich anfangen, Homeoffice zu machen. Es tut mir auch irgendwie voll leid für meinen Chef, dass ich jetzt irgendwie fast 2 Wochen dann, ja doch, 2 Wochen ein Krankheitsausfall einfach für ihn war. Aber wie gesagt, also ich bin einfach nur froh, dass ich da behandelt worden bin und dass die Diagnose festgestellt worden ist. Viele haben mir geschrieben, dass sie selbst pfeifisches Drüsenfieber hatte. Ich glaube, nicht alle Patienten oder ich glaube sogar die wenigsten müssen ins Krankenhaus, aber bei mir, glaube ich, wurde das einfach zum Schluss so schlimm, weil niemand das erkannt hatte. Ich hatte tatsächlich auch die ganze Zeit einfach kein Fieber. Die haben auch alle paar Stunden Fieber mehr bei mir gemessen, aber ich bin einfach nicht so der Fiebertyp. Bei mir schlägt es halt einfach auf den Hals. Und genau,
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit dem Video ein bisschen aufklären konnte. Ich bedanke mich bei den ganzen Genesungswünschen, die mir über Instagram zuteil wurden. Und ja, ich hoffe, dass ich euch noch ein bisschen mit Content versorgen kann während der ganzen Corona-Phase hier. Ich glaube, wir langweilen uns ja alle. Und ich möchte euch noch etwas zeigen. Ich habe nämlich Sachen von Chiquelle zugeschickt bekommen. Die erste Sache trage ich auch gerade, dieser gemütliche Oversize-Pullover, der gerade einfach perfekt ist für meinen Hals, weil ich dadurch geschützt und gewärmt bin. Und ja, ich zeige euch mal kurz, was ich da zugeschickt bekommen habe. Also bis gleich. Hier seht ihr den Pullover mal im Ganzen. Das ist so ein Pullover-Kleid tatsächlich. Ich glaube, den gibt es sogar nur in One Size, also einfach in Übergröße. Und dazu habe ich jetzt einfach mal Stiefeletten angezogen. Ich glaube, das würde noch ein bisschen schicker aussehen, wenn man dazu eine Strumpfhose anhat. Aber weil ich ja jetzt gerade zu Hause chill, habe ich einfach eine Leggings an und die Stiefeletten halt wirklich nur für den Vorführeffekt. Genau, er ist sehr, sehr weich. Also die Qualität von Chiquelle ist einfach immer sehr gut. Da kann man nicht meckern. Und wie immer habe ich einen Rabattcode für euch, den werde ich euch hier hinschreiben. Und genau, dazu habe ich ein bisschen Schmuck kombiniert, diese Kreolen, eine Kette von meiner Gastmutter, die sie mir geschenkt hat, und einen Ring. Und genau, er ist sehr weich, darunter trage ich noch ein T-Shirt. Und dann werde ich euch mal die anderen Sachen zeigen. Also bis gleich. Mindestens genauso gemütlich ist dieser Pullover. Ihr seht schon, die Pullover habe ich mir alle während meiner Krankheitsphase ausgesucht. Also eigentlich ist ja jetzt ein bisschen dumm, so Rollkragenpullover während der Frühlingszeit zu kaufen. Aber ja, für mich waren sie einfach optimal oder sind sie momentan optimal. Und hier ist ein Fussel, der nervt mich. Der ist cropped tatsächlich. Also dazu würde ich jetzt keine Leggings anziehen. Aber ja, ich glaube, ihr seht ihn ja einfach, wie er aussieht. Mann, warum habe ich hier überall Fussel? Das ist doch scheiße. Wie gesagt, gute Qualität produziert in Europa, ist eine schwedische Modemarke. Und ja, so ein Pullover würde ich wahrscheinlich entweder zu einer schwarzen Skinny Jeans anziehen oder zu einer blauen oder auch zum Rock. Ich meine, so einen schwarzen Cropped Pullover kann man zu sehr vielen Sachen kombinieren. Nicht wahr, Freunde? Ja, jetzt habe ich noch zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ich habe mir unter anderem diese Hose ausgesucht. Das ist so eine Art Mom Jeans. Tatsächlich habe ich die sogar in Größe M bestellt. Und sie passt mir einfach perfekt. Aber ich meine, ich bin ja auch so SM. Genau, dazu kam dieser Gürtel. Ich weiß nicht, wie der mir gefällt, aber ich meine, ist ja nett, dass der dazu kommt. Und ja, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Mom Jeans, denn ich hasse eigentlich enge Jeans. Also ich finde, die sehen richtig gut aus. Ich mag die auch an mir leiden, aber ich finde die etwas unbequem. Deswegen freue ich mich über jede Mom Jeans, die ich besitze. Ihr seht, die ist auch an den Enden so ein bisschen weiter, aber trotzdem sieht sie jetzt nicht mega oversized aus. Dazu habe ich jetzt einfach das schwarze T-Shirt angelassen, was ich eh schon unter meinem Pullover hatte. Und ja, das ist auch ein sehr cooles Item. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und last but not least habe ich mir diesen Mini-Rock ausgesucht. Und er ist wirklich mini. Ich meine, ich könnte ihn auch noch ein bisschen weiter runterziehen. Aber ja, er ist eher so fürs Ausgehen gedacht, für warme Sommertage und definitiv nicht für den März. Der hat hier so einen kleinen Schlitz, wie ihr seht. Ich finde diesen Rock sehr, sehr schön und kann es kaum erwarten, den dann im Sommer zu tragen oder auf irgendwelchen Fotoshootings anzuziehen. Ich finde, der, ja, sieht sehr gut aus, schmeichelt der Figur. Ich glaube, das Schild habe ich auch noch irgendwo hinten. Muss ich nochmal abschneiden. Und ja, ich hoffe, der kleine Haul hat euch hier gefallen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, habt euch lieb. Bis dann. Ciao.